Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Vanuala, ich grüße dich. Dein Mann lebt im Ausland. Und du vertraust ihm nicht hundertprozentig. Die Frage ist, ist er treu? Das schauen wir an bei dieser Legung. Diese Karte zeigt das, was euch verbindet. Auch das wichtigste Thema gerade. Das heißt, beschreibt auch euren Gegenwart. In diesem Bild ist ein Liebespaar. Und das bist du und das ist er. Die Kelchen symbolisieren das Wasserelement. Und Wasserelement vermittelt die Gefühle. Du hast Gefühle für ihn und umgekehrt auch. Dieser Mann liebt dich. Ich könnte sogar sagen, ihr habt eine seelische Verbindung mit tiefen Gefühlen. Auf diesem Bild erscheint die Zahl 2 und das bedeutet, er und du gibt keine dritte Person, wo er emotional verbunden wäre. Das ist schon mal eine Aussage oder eine Antwort auf deine Frage, ja, er ist treu. Wir schauen die nächste Karte an. Wieder die Zahl 2 und das bedeutet du und er. Aber ihr müsst etwas ausbalancieren. Das kann die finanzielle Situation sein, dass er mit Geld jonglieren muss. Bedeutet auch, dass hier nicht ausgeglichen ist. Du hast vielleicht mehr als er. Bei diesem goldenen Taler handelt es sich nicht nur um das Geld, sondern auch die Werte und Wertschätzung. Und das muss auch ausgeglichen werden. Geben und nehmen im Gleichgewicht halten. Und dabei meine ich nicht immer das Geld, sondern auch die Wertschätzung. Und ihr beide seid dabei, das Ausgleichen. So habt ihr die inneren Gleichgewicht und jeder bekommt die Wertschätzung und muss natürlich auch um die Finanzen kümmern. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Diese Karte symbolisiert die Tal der Tränen und das bedeutet nicht die Gegenwart, sondern bedeutet Vergangenheit. Diese Erinnerungen hat er, diese Erinnerungen hast du auch. Es ist wichtig, nach vorne schauen und verabschieden von Gefühlen wie Angst. Das kann auch Verlustangst sein. Es ist wichtig für euch beiden, die Verlustangst loslassen, die Vergangenheit, diese Erinnerungen mit Tränen abschließen. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Dieses Schwert ist ein Symbol für Luftelement. Dieses Luftelement bedeutet Atem. Endlich aufatmen, befreit zu sein von all das, was uns bedrückt. Die Luftelement symbolisiert auch einen gewissen Freiraum und auch Kommunikation. Dieses Schwert bedeutet auch klare Entscheidungen treffen. Eine von euch beide muss dieses Schwert in Hand nehmen, Entscheidungen treffen, wie geht es weiter und miteinander klärenden Gesprächen führen. Das soll aber mit Leichtigkeit passieren, das soll euch eher befreien. Und
Wovon befreit euch beide dieses Schwert? Das, was die anderen Karte zeigt, der Tal der Tränen, die Erinnerungen. Dieses Schwert schneidet das ab wie ein Schwung, wenn er mit anderen kontaktiert, auch mit Frauen, und du nimmst es wahr. Dann kein Streit, sondern Versuch, sein Freiraum ihm geben. Das ist eine Großzügigkeit, aber du darfst mit ihm reden, du darfst auch Fragen stellen, klar formuliert. Weil du möchtest auch wissen, was bei ihm los ist. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Diese Hohepriesterin hütet die Geheimnisse des Lebens und kennt unseren Schicksalswegen. Das ist alles in diesem Buch geschrieben. Und es würde heißen, bei diesem Legung, dass euren Begegnung kein Zufall ist. Es steht in diesem Buch schon geschrieben, es steht im Sternen geschrieben und das weiß deine Seele, das weiß auch seine Seele. Ihr seid seelisch miteinander verbunden. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Auf diesem Bild erscheint Justitia und vertritt die Gerechtigkeit oder eine rechtliche Lage. Aber öffnet unserem Augen auf Ungerechtigkeiten auch. Und das bedeutet, es sind auch Ungerechtigkeiten da, weil ihr seid verheiratet und seid ihr doch nicht wirklich zusammen. Und das ist die Entfernung, das ist die rechtliche Lage und das ist auch diese Ungerechtigkeit. Trotzdem bleibt im inneren Gleichgewicht und ihr werdet durch Recht auch etwas erreichen und er kann dann zu dir kommen. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Auf diesem Bild erscheint die Sternenhimmel und das bringt Glück. Ihr werdet glücklich sein. Außerdem bedeutet auch, es ist alles in Sternen geschrieben. Auch die Zeitqualität im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. So ähnlich wie die Hohepriesterin vermittelt. Auch die Sternenhimmel sagt es auch. Diese Begegnung ist kein Zufall. Und auf diese Liebe sollst du vertrauen. Alles andere regelt sich von alleine. Es dauert zwar, aber er kommt und dann könnt ihr diese Beziehung leben. Und jetzt eine Seelenbotschaft für dich. Reiße die Mauern um dein Herz nieder. Gib und empfange Geborgenheit und Wärme. Das war die Seelenbotschaft. Liebe Wanuala, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.